Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme hier auf diesem Kanal. So, ja, dann, wo sind wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir haben das letzte Mal Frederiks Bruder, also, ja, vom Zirkus befreit und dann den Clown als Ersatz hingebracht. Und ja, was machen wir denn jetzt als nächstes? Das hier die große Frage. Wir müssen jetzt die Relikte finden. Dazu brauchen wir irgendeinen Anhaltspunkt. Ja, hier ist das verfluchte Dorf. Ach ja, wir wollten ja noch mit dem Kanu ein bisschen rumfahren. Ich glaube, das machen wir mal eben schnell. Und schauen mal, was uns erwartet. So, das Kanu ist hier irgendwo. Ja, da ist es ja. Jetzt, ja, da schaltet sich wieder diese schöne Musik, diese geheimnisvolle Musik ein. Okay, wir landen jetzt hier im Schneegebiet. Moment, guck mal, ob ich irgendwas verpasst habe. Also links geht's zu Animalville, da waren wir ja schon und dann okay. So. So, was haben wir denn hier? Da sind die Hunde. Okay, dann lege ich mal hier an und schaue mich mal ein bisschen um. Autsch. Ja, wenn die mich mal lassen würden. Okay. Dann mach ich sie halt vom Schiff, also vom Kanu fertig. Okay, oder auch nicht. Ah, da ist die Truhe. Also sind wir hier schon gewesen. Das heißt, ich gehe wieder aufs Kanu und dann weg hier. So, da ist so ein Ast, so ein Baumstamm, wo nichts drin ist. Na super. Da ist noch was, also noch ein Stamm. Da ist auch nichts drin. Wird ja mal besser. So, lass mich raten. Hier ist auch nichts drin. Boah. Was haben wir denn hier? Eine Truhe. Ja. Ich will anlegen. Wie komme ich raus? Wieso komme ich hier nicht raus? Ah. Ein Hammer bekommen wir. Ich frage mich, für wen das ist. Also wer Hammer benutzt. Das ist ja der Hammer. So. Wo kommen wir hier hin? Da oben, also hier links ist ein Baumstamm, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwie hinkommen. Ne, anscheinend nicht. Und da ist eine Höhle. Was das von einem Schaf bewacht wird. Keine. Ja, keine Menschen hinter diesem Punkt, also hinter diesem... Gut, gut, dass wir Frederik dabei haben. Gut, wir haben Frederik nicht dabei. War wohl anscheinend ein Bug. Dann holen wir eben Frederik. Denn er kann sich verwandeln in verschiedene Tiere. So, dann schnell nach Animalville. Ist ja nicht weit von hier weg. Ich frage mich, was sich hinter dem Höhleneingang befindet. Und wieso wird das von einem Schaf bewacht? So, dann schnell hier hoch. Und ich lasse mal Alicia zurück. Weil wenn sich da Truhen befinden, dann kann, also die man nicht öffnen kann. Dann würde ich gerne Jack dabei haben, obwohl er momentan keine Truhen öffnen kann, die verschlossen sind. Oh Mann. Ich lasse alles ja trotzdem zurück, sie war die letzte im Bunde. Wo ist denn der Frederik? Der wollte doch hier hinkommen, also... Der wollte doch hier auf uns warten. Ist der in einem dieser Häuser? Da ist die Kuh, glaube ich. Nein, da ist Frederik. Gut. Yep, das wollen wir.
und ich lasse Alicia zurück. Okay, sie wartet in Thais. Gut, sein Bruder ist nirgendwo, also der Frosch. Oder? Wo ist denn der Frosch? Da ist die Kuh. Ich glaube, letztes Mal war das verschlossen und das ist es immer noch. Ja, der Frosch ist nicht dabei. Ist er in der Schule? Nö. Nö. Wo ist denn der Frosch? Wo ist Frederiks Bruder? Der ist doch nicht wieder in irgendeinem Zirkus gefangen. Oh Mann. Diesmal können wir ihn wahrscheinlich nicht mehr retten. Ja nun, dann gehe ich mal die Leiter runter. Will er immer noch ein Vogel sein? Yep. Das will er. Was denn auch sonst? Also ich würde gern ein Vogel sein, also ja. Denn ich mag es zu fliegen. Wenn man fliegen kann, dann hat man die größte Freiheit, finde ich. Man kann überall hin. Und allein das Gefühl beim Fliegen ist wahrscheinlich der Wahnsinn. So, und jetzt geht's wieder zurück. Wir haben jetzt Frederik bei uns. Frederik Lemieux heißt der, ja. Mit vollem Namen. Klingt irgendwie französisch. So. Dann hier hoch. Da müsste schon der Eingang sein. So, wir haben jetzt eine Echse bei uns. Es ist okay, Stalin. Die Menschen sind mit mir. Humbudles. Ja, was? Okay, gut. Ihr könnt eintreten. Okay, der Schaf ist anscheinend von Animalville. Das sieht falsch aus. Das sieht sehr falsch aus. Ja. Du betrittst die unbekannte Höhle. Das ist doch die Musik vom Titelbildschirm. Was erwartet uns wohl hier? Also das macht richtig Atmosphäre, finde ich. Also ist ziemlich geil. Als wäre hier bald das Ende, also das Ende vom Spiel irgendwie. In vielen Animes wird das so oft gemacht, also immer bei der letzten Folge wird nochmal das Anfangslied abgespielt und dann so ein paar Szenen gezeigt. Und so komme ich mir gerade vor. So, 21 Gold. Ja, komm schon. Okay. 58 Gold. Ja, und schon sind die wieder da. Na toll. Na toll. So, die linke Pfütze nehme ich bewusst nicht auf. Ich habe keinen Bock, dass die wiederkommen. So, was haben wir hier oben? Eine Truhe, die von 4 Monstern bewacht wird. So, das wäre die 1. Ich frage mich, ob wir schon den Glasschlüssel nehmen können. Wir konnten es ja anfangs nicht nehmen, weil unsere Seelen noch unrein waren. Aber wir haben jetzt viele gute Taten vollbracht. Vielen Leuten geholfen, so Stella, Herbert, Ella und Prinz Edward. Und dann Frederik, Alicia, also eine Menge Leuten. Die Musik verleitet mich nochmal alles nochmal aufzuwühlen, was wir alles erlebt haben. Das ist irgendwie schon komisch.